die Ankündigung. Das also nun, alle haben sich direkt auch erhoben. Wir hören die Musik, die Fanfare und der russische Präsident tritt ans Pult und wir hören rein. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte setzen Sie sich. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Sehr geehrte Senatoren, Abgeordnete der Duma, sehr geehrte Bürger Russlands, jede Botschaft an die föderale Versammlung stellt vor allen Dingen wirft einen Blick in die Zukunft. Heute wollen wir nicht nur über unsere nächsten Pläne, sondern auch über unsere strategischen Aufgaben reden, über jene Fragen, deren Lösung ich als grundsätzlich wichtig betrachte zugunsten der langjährigen zuverlässigen Entwicklung des Landes. Solch ein Aktionsprogramm, solche konkrete Maßnahmen hat sich vor allen Dingen in den aufgrund meiner Reisen in den Regionen, durch Gespräche mit Bürgern, mit Fachleuten, mit Lehrern, mit Freiwilligen, mit verschiedenen Familienvertretern, mit unseren Helden der Arbeit, unseren Freiwilligen, mit den Soldaten der Streitkräfte Russlands. Wir verstehen natürlich, dass solche Veranstaltungen, Treffen eigentlich vorbereitet werden. Aber nichtsdestotrotz hört man bei solchen Gesprächen auch vieles über den tatsächlichen Zustand und das dessen, was die Leute bewegt. Die Hoffnungen, die Bestrebungen unserer Menschen sind die Grundlage für diese Initiative geworden, die wir heute hier verkünden werden. Die gesellschaftliche Besprechung wird natürlich weitergehen, denn die Verwirklichung all dessen, was wir geplant haben, können wir nur zusammen. Die Aufgaben von uns sind riesig, sind sehr groß. Wir haben schon nachgewiesen, dass wir imstande sind, auch die schwierigsten Aufgaben zu lösen. Wir können auch den kompliziertesten Herausforderungen entsprechend sprechen. Wir haben zum Beispiel die Aggression des internationalen Terrorismus abgewehrt. Wir haben die Einheit des Staates erhalten. Wir haben nicht erlaubt, unser Land zu zerteilen. Wir haben auch den Wunsch unserer Brüder und Schwestern, zusammen mit Russland zu leben, entsprochen. Und auch jetzt möchte ich betonen hier die Tapferkeit, den Mut unserer Staatsbürger in Sevastopol. Und das weckt bei uns allen großen Stolz. All das inspiriert uns, es festigt unsere Überzeugung darin, dass wir alles überwinden werden. Gemeinsam schaffen wir alles. Genau so ist es. Alle zusammen haben wir nicht nur die tödliche Bedrohung der globalen Epidemie abgewehrt, nein, wir haben auch nachgewiesen, dass in unserer Gesellschaft solche Werte wie Mitgefühl, Mitleid, gegenseitige Unterstützung, Solidarität überwiegen. Auch heute, wo unsere Heimat ihre Souveränität und unsere Sicherheit verteidigt, die Interessen unserer Mitbürger in Neurussland, in Novorossia verteidigen, stellen wir unter Beweis, dass unser Zusammenhalten, unsere Ergebenheit zum Staat die wichtigste Bedeutung haben. Dies hat sich auch vom Anfang an bei der speziellen Militäroperation gezeigt. Als diese Operation von der absoluten Mehrheit der russischen Bevölkerung unterstützt wurde, unabhängig aller Prüfungen, des Trauers, der Verluste, bleiben unsere Menschen ungebrochen und bestätigen jeden Tag ihren Wunsch, so viel wie möglich für das Allgemeinwohl zu tun. In der Industrie, bei der Produktion wird in drei Schichten gearbeitet. Es wird so viel gearbeitet, wie nötig ist. Unsere gesamte Wirtschaft, und das ist die industrielle, technologische Grundlage unseres Sieges, haben ihre Festigkeit nachgezeigt. Ich möchte mich bedanken bei den Ingenieuren, Unternehmern, bei den Arbeitern, bei den Landarbeitern für ihre Ergebenheit Russlands. Millionen Menschen haben sich verschiedenen Aktionen unserer nationalen Front angeschlossen. Die Wirtschaft Russlands, die Unternehmen haben Milliarden Rubeln an Volontär, an Freiwilligenorganisationen überwiesen, um für den Sieg beizutragen. Menschen schicken Briefe und Pakete an die Front, warme Kleidung. Sie überweisen aus ihren häufig bescheidenen Mitteln Geld überwiesen an die Front. Und das ist der Beitrag jedes Einzelnen in unserem Sieg.
Unsere Helden an der vordersten Front, in den Schützengräben, dort wo es am schwierigsten ist, wissen sehr wohl, dass das ganze Land hinter ihnen steht. Ich möchte betonen, vor allen Dingen die Arbeit des Fonds Verteidiger des Vaterlandes, verschiedener anderen gesellschaftlichen Organisationen. Ich bitte alle Verwaltungsorgane, alles Nötige auch in Zukunft zu tun, um die Familien unserer Helden, um die Ehefrauen, die Kinder zu unterstützen, die für ihren nächsten Fiebern auf sie warten, dass sie nach Hause kommen. Ich bin auch sehr dankbar den parlamentarischen Parteien für deren Konsolidierung hinter den nationalen Interessen. Die Verteidigung des Landes und die Vertretung durch die Gesellschaft ist eine der Säulen unserer Souveränität. Wir werden niemandem erlauben, sich in unsere interne Angelegenheiten einzumischen. Der sogenannte Westen mit seinen kolonialen Gelüsten, mit seinen Gewohnheiten, überall auf der Welt nationale Konflikte zu entfachen, versucht nicht nur unsere Entwicklung zu stoppen. Nein, sie brauchen statt Russlands eine erlöschende, zusammenbrechende Fläche. Sie möchten eigentlich mit Russland dasselbe tun, was sie in vielen anderen Regionen der Welt bereits verwirklicht haben, inklusive in Ukraine. Uns gegeneinander zu richten und uns von innen heraus zu schwächen. Sie haben sich aber verrechnet. Ich finde, das ist eindeutig zu sehen. Sie haben die feste Entschlossenheit unseres multinationalen Volkes getroffen, unsere Soldaten und Offiziere, unsere Christen und die Moslems, auch die Anhänger des mosaischen Glaubens, haben in der Tat viel mehr als in tausend Worten nachgewiesen, dass der Zusammenhalt Russland eine gigantische, alles siegende, besiegende Kraft bedeutet. Wir alle zusammen, Schulter an Schulter, kämpfen für unsere gemeinsame Heimat. Alle sind wir Bürger Russlands und wir werden auch gemeinsam unsere Freiheit, unser Recht auf eine ehrenvolle und menschenwürdige Leben verteidigen. Die Unabänderlichkeit unserer historischen Entwicklung wird uns helfen, die Aufgaben zu lösen, die vor uns stehen und die sich von unseren Traditionen, Glauben, von unserer Weltsicht ergeben. Das wollen wir unseren Kindern weitergeben. Sehr geehrte Freunde, die Verteidigung der Souveränität muss heute in allen Richtungen erfolgen und vor allen Dingen natürlich an der Front. Dort kämpfen unsere Soldaten mutig und selbstaufopfernd. Ich bedanke mich bei all denjenigen, die heute für die Interessen der Heimat kämpfen, die jeden Tag ihr Leben riskieren. Das ganze Volk verbeugt sich vor euren Heldentaten. Wir alle trauern um die Gefallenen. Russland wird immer seine gefallenen Helden ehren. Ich erkläre hier eine Minute des Schweigens. Und diese Schweigeminute, die wollen wir ganz kurz nutzen. Wir hören natürlich gleich auch wieder rein zu einer kurzen Zwischenbilanz. Klaus Geiger weiterhin bei mir. Dein Eindruck? Das Übliche, Putins Märchenstunde, wie jedes Jahr, konnte man schon seit 10 Jahren so hören. Ja, geht nur, ich der Vater des Volkes und das Volk, ich bin für das Volk da und das Volk muss zusammenhalten. Punkt. Das Putin wie immer. Eine einzige Sache fand ich interessant. Da könnte Europa mal zuhören. Das war, wir arbeiten hier im Dreischichtbetrieb. Auch in den Waffenfabriken heißt das. In Europa schaffen wir das nicht. Da könnte man sich Fuß mal zum Vorbild nehmen. Bei allem anderen, das kann man vergessen. Halten wir bei, hören gleich wieder rein. Das Reich ihre Aufgaben erfüllen und die alle Aufgaben, die vor ihnen stehen, erfolgreich lösen. Ich möchte hier sagen, dass vom kleinsten Zug bis zu den höchsten Ebenen des Kommandos alle verstehen, was für Aufgaben wir haben. Wir verstehen, was getan werden muss. Diese Arbeit erfolgt ununterbrochen, sowohl an der Front als auch im Hinterland. Wir erhöhen weiter die Kampfkraft, die Schlagkraft, sowohl der Armee als auch der Flotte. Die Möglichkeiten unserer bewaffneten Kräfte haben sich um ein Mehrfaches erhöht. Wir behalten Initiative an einer Vielzahl von Initiativrichtungen. Wir befreien immer neue und neue Territorien.
Ich habe schon häufig gesagt, dass wir alles Nötige tun, um diese spezielle Operation abzuschließen, den Nazismus zu entwurzeln und alle Aufgaben der speziellen Militäroperation erfolgreich zu lösen. Wir wollen die Souveränität unserer Staatsbürger verteidigen. Unsere strategische Nuklearkräfte befinden sich in einer strategischen ständigen Bereitschaft. Als ich 2018 in meiner Botschaft und der Rede an die Nation gesprochen habe, ist alles getan bzw. wird abgeschlossen, wie zum Beispiel das Hyperschallkomplex Kinjal ist nicht nur in den Streitkräften bereits stationiert, sondern wird schon benutzt für die Vernichtung von besonders wichtigen Kräften im Zuge der speziellen Militäroperation. Auch der Hyperschallkomplex von Meir Zirkon mit Meerbasierung ist auch bereits mehrfach benutzt worden. Auch dieses System ist bereits in Kampfbereitschaft. Auch die Avantgarde-Blöcke mit Fernwirkung sind bereits in Anwendung. Auch die Raketenkörper Burevestnik werden geprüft und haben ihre sehr hohe, ich kann sagen, einmalige im Weltmaßstab Charakteristiken bestätigt. In den Streitkräften sind die ersten schweren ballistischen Raketen Samad bereits stationiert und ganz bald werden wir sie direkt an der Front einsetzen. Es werden eine Reihe anderer perspektivischen Bewaffnungssysteme vorbereitet und werden in kürzester Zeit in die Streitkräfte aufgenommen. Russland ist bereit zu einem Dialog mit den Vereinigten Staaten Amerika, wenn es um die strategische Stabilität geht. Aber ich möchte was betonen, liebe Kollegen, damit mich jeder ganz richtig versteht. Wir haben es hier mit einem Staat zu tun, dessen leitende Kräfte offene, feindselige Handlungen gegen uns unternehmen. Im Ernst wollen Sie mit uns Fragen der strategischen Stabilität besprechen, gleichzeitig aber versuchen Sie, Russland, wie Sie selber sagen, eine strategische Niederlage auf dem Schlachtfeld zu fügen. Ich könnte hier auch ein Beispiel für so eine Scheineiligkeit bringen. Immer häufiger hört man Beschuldigungen gegen Russland, wir würden uns vorbereiten, nukleare Waffen im Weltall zu stationieren. Das ist mehr als Fake. Das ist einfach eine Fangfrage, um uns in Diskussionen zu verwickeln, die nur zugunsten der Vereinigten Staaten liegen. Seit 15 Jahren steht der Entwurf für den Vertrag gegen die Stationierung von Nuklearkräften im Weltall vorsieht. 2008 haben wir das schon vorbereitet, haben überhaupt keine Reaktion von den USA erhalten. Deswegen will ich sagen, dass die angebliche daran Interessiertheit der amerikanischen Führung an solchen Gesprächen einfach Demagogie vor den Präsidentenwahlen in den USA sind. Sie wollen ihre eigenen Bürgern, aber auch der ganzen Welt zeigen, dass sie angeblich weiterhin die Welt steuern und verwalten. Dass sie wollen tun, als ob sie Gespräche mit den Russen führen, aber dort, wo es ihnen für sie nicht günstig ist, dann ziehen sie sich zurück. Und dort versuchen sie, uns eine Niederlage zuzufügen. Aber so klappt es nicht. Das geht so nicht. Unser Standpunkt ist klar. Wenn ihr verantwortungsvolle, wichtige für den ganzen Planeten Fragen besprechen wollt, das könnt ihr nur in einem Gesamtkomplex machen, in dem alle Aspekte in so ein Paket aufgenommen werden, auch die, die unsere nationalen Interessen betreffen und die auf die Sicherheit Russlands sich auswirken, und zwar ganz direkt. Wir verstehen auch, dass der Westen versucht, uns in einem Waffenwettkampf zu locken. Das hat ihnen in den 80er Jahren in Bezug auf die Sowjetunion gelungen. 81, kann ich daran erinnern, betrugen die Ausgaben der Sowjetunion für Verteidigung 13% des Bruttoinlandsprodukts. Wir müssen unseren industriellen Komplex so entwickeln,
entwickeln, dass unsere technologische, wissenschaftliche und industrielle Potenziale maximal rational aufgeteilt werden und eine effiziente Wirtschaft der Streitkräfte entwickeln. Wir müssen von jedem Rubel, den wir für die Verteidigung investieren, eine maximale Rückwirkung erreichen. Wir müssen die Infrastrukturen maximal entwickeln. Wir müssen auf eine qualitativ ganz neue Ebene der Ausstattung der Streitkräfte kommen. Das geht sowohl um die Gesamtorganisation der Ausstattung mit unbemannten Flugkörpern, Drohnen. Es geht um die Nachrichtentechnik, es geht um Hochfrequenzanlagen und weitere Erfordernisse der Technik. Wir müssen am westlichen strategischen Front unsere technologische Ausstattung verbessern, damit wir die Erweiterung der NATO, zum Beispiel die Erweiterung über Schweden und Finnland, entgegenwirken. Der Westen hat die Ukraine, den Nahen Osten, aufgehetzt und versucht es weiter zu tun. Jetzt erklärt der Westen, dass Russland angeblich versuchen wolle, Europa anzugreifen. Wir verstehen alle, dass das Wahnsinn ist, um es auf Russisch zu sagen. Gleichzeitig wählen sie aber selber Ziele aus für Schläge gegen unser Territorium. Sie suchen die effizienteste, wie sie denken, Kampfmittel aus. Sie reden davon, dass sie sogar NATO-Kontingente in die Ukraine schicken. Wir wissen aber ganz genau, wie das Schicksal war. Derjenigen, die seinerzeit ihre Armeen auf das Territorium unseres Landes schickte. Diesmal aber werden die Folgen für die Interventen, für die Interventionskräfte viel tragischer sein, ausfallen. Der Westen muss verstehen, dass wir auch einige Waffen haben. Ich habe schon einige jetzt aufgezählt, die auch Ziele auf ihrem Territorium treffen können. Und alles, was sie sich jetzt ausdenken, alles, womit sie uns einschüchtern wollen, oder die ganze Welt einschüchtern wollen, dass das alles zu einem reellen Konflikt und der Benutzung von Nuklearkräften bringt. Und das würde bedeuten, das Ende der Zivilisation. Wissen Sie, verstehen die das überhaupt nicht? Das sind Menschen, die nie große Prüfungen erlebt haben. Die haben vergessen, was ein Krieg bedeutet. Selbst wir, unsere Generation, hat solche starke Prüfungen während des Kampfes mit dem internationalen Terrorismus auf dem Kaukasus erlebt. Wir kennen das. Und auch jetzt, während des Konflikts in der Ukraine, lernen wir das auch kennen. Und sie haben davon keine Ahnung. Was soll man sagen? Die Russophobie, wie auch jede andere Form von rassistischen Ideologien, bei denen die nationale Überheblichkeit und Besonderheit führt eigentlich zu einem Verlust an Verstand. Das System der europäischen Sicherheit bringt zu Risiken für alle. Man muss offensichtlich daran arbeiten, dass in absehbarer Zeit ein neues System von gleicher und unteilbarer Sicherheit in Eurasien erstellt wird. Wir führen darüber Gespräche mit allen interessierten Ländern und Organisationen. Ich muss hier noch etwas betonen, was für alle bedeutend ist. Ohne ein souveränes, starkes Russland ist keine stabile Weltordnung möglich. Wir sind bemüht, dass alle Unternehmungen, alle Kraftanstrengungen im globalen Maßstab unterstützt werden. Das bezieht sich auf den Handel, den Finanzen, den technologischen Märkten. Es ist jetzt eine Zeit, in der viele alte Monopolien zerstört werden und alle Systeme, die damit verbunden waren. Die BRICS-Länder, inklusive derjenigen Länder, die jetzt neue Mitglieder geworden sind, werden in kürzester Zeit 37% des Weltbruttoinlandsprodukts erstellen, während die Gruppe der sogenannten G7 unter 27% fallen werden.
Ich habe bereits schon gesagt, das sind die objektiven Tendenzen, die Welttendenzen. Da kommt man nicht drum herum. Die sind Zahlen, die objektiven Charakter führen. Der Anteil von G7 bei der allgemeinen Kaufkraft betrug 45,7%. BRICS aber, selbst ohne die Erweiterung, die letzte Erweiterung, damals waren diese Länder noch keine Mitglieder der BRICS, damals haben sie nur 16,5% in 92. In 2022 allerdings hat die G7 30,3%, BRICS hat 31,5% inzwischen an Kaufkraft. Gegen 2028 wird die Lage sich noch mehr verändert haben. Bei BRICS sind es 36,6%. Für die G7, für 28, sagt die Prognose 28,8%. Da kommt man nicht drum herum von diesen Zahlen. Das ist die objektive Realität. So wird es sein, was auch immer passiert, selbst wenn was auch in der Ukraine passiert. Gemeinsam mit uns freundschaftlich verbundenen Staaten werden wir weiter effiziente und logistisch sichere Korridore, logistische Korridore schaffen. Wir werden eine neue finanzielle, logistische Konjunktur schaffen, Struktur schaffen. Der Westen selber diskreditiert seine eigenen Valutas und sein eigenes Banksystem. Sie sägen an dem Zweig, an dem sie selber sitzen. Bei den Organisationen wie EuroSES, SCHOS und BRICS werden immer neue und neue Mitglieder als interessiert herbeigezogen. Die Perspektiven für den Aufbau eines großen eurasischen Partnerschaftssystems im Rahmen des Eurasischen Ökonomischen Bundes mit unter der Initiative der Republik China, ein gemeinsamer Weg, wird weiter verstärkt. Die Summits Russland-Afrika, die Spitzentreffen, sind ein immer stärkeres Instrument geworden. Hier geht es um eine echte Souveränität all dieser Länder in Afrika und die unterstützen wir. Russland hat lang anhaltende gute Beziehungen zu den arabischen Ländern, angefangen von Nordafrika bis zum Nahen Osten. Die entwickeln sich dynamisch und es ist ganz wichtig für unsere, mit unseren arabischen Freunden, gemeinsame Interessenpunkte zu finden. Dasselbe betrifft auch die lateinamerikanischen Länder. Ich habe die Regierung gebeten, dass sie die Finanzierung von internationalen Programmen zur Förderung der russischen Sprache und unserer multinationalen Kultur, vor allem natürlich in den und auf unseren Gebieten, aber auch in der ganzen Welt zu intensifizieren. Werte Freunde und Kollegen, ich bin sicher, viele von Ihnen haben... Wir hören gleich wieder rein in die Rede des russischen Präsidenten. Nochmal eine ganz schnelle Kurzanalyse von Klaus Geiger, denn da waren ja wieder einige Drohungen an den Westen auch enthalten. Ja, also und zwar in einer Form, wie man sie jetzt nicht erwarten konnte, sondern er hat ganz klar gesagt, wenn ihr A, Truppen in die Ukraine schickt, oder B, auch auf unser Gebiet schießt, dann schießen wir zurück, auf den Westen. Ja? Und er hat gesagt, das können wir auch nuklear machen. Also eine neue Atomdrohung gegen uns, muss man so verstehen. Nachdem er das am Anfang vom Krieg öfter gemacht hat und dann wahrscheinlich auch auf chinesischen Druck zurückgezogen hat, ist das jetzt eine Art von expliziter Drohung wieder, wie er sie schon länger nicht mehr gebracht hat und wo man sich vorstellen kann, dass es diese Art von Drohungen sind, auch die womöglich dem Bundeskanzler immer wieder überbracht werden und die vielleicht auch hinter dem Taurus-Zögern stehen. Aber es war unmissverständlich. Neue Eskalationsstufe und? Nee, nicht neue Eskalationsstufe, ja, zurück zu der Eskalationsstufe, die wir am Anfang vom Krieg hatten, würde ich sagen. Ja. Und jetzt nicht irgendwas, sozusagen, nicht eine akute Bedrohung, aber sozusagen die klare Ansage, wenn ihr euch nicht an die roten Linien haltet, dann halte ich mich auch nicht. Klaus, danke. Wir hören direkt wieder rein. Wird von vielen in die Zukunft verlegt, aber nicht nur die Wirtschaft ist wichtig. Auf die Demografie, auf die Geburtenraten wirken sich natürlich auch die großen Lebensziele, die in der Familie festgesetzt werden. Da werden auch kulturelle Werte, Bildungswerte festgelegt.
Die richtige Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft wirkt sich auch auf die Geburtenraten aus. Unsere Politik der Unterstützung der Familie ist eigentlich eine Basisentschlossenheit für Sittlichkeit. Unsere Familie mit vielen Kindern soll eigentlich die Grundzelle der Gesellschaft werden. In den nächsten sechs Jahren, in der Perspektive der nächsten sechs Jahren, ich schließe mich eurem Beifall an. In dieser Perspektive von sechs Ländern müssen wir eine nachhaltige Steigerung der Geburtenrate erreichen. Dafür werden wir auch entsprechende Maßnahmen treffen bei Erziehung und Bildung und bei der regionalen Förderung. Die Verbesserung der Qualität des Lebens der Familien startet erst jetzt. Und ich kann Ihnen versichern, dass das weiter so weitergeführt wird. Jetzt beginnt eigentlich die Wichtigkeit meiner Rede. Auch was ich bis jetzt erzählt habe, ist auch wichtig, aber jetzt beginnt es das Richtige über die wichtigen internen Fragen. Ein Problem, milde ausgedrückt, sind die geringen Einkommen der Kinder mit vielen Kindern, mehr Kinderfamilien. Die Lage hat sich zwar verbessert, beträchtlich verbessert, aber im letzten Jahr haben die Menschen, die unter der Armutsrate leben, hat sich um 13 Millionen Menschen verringert. Das ist schon viel. Wir müssen aber dieses Problem ständig in unserem Augenmerk behalten. Und erst unlängst, seit dem 1. Januar 2023, bekommen Familien mit niedrigen Einkommen mehr als 11 Millionen Menschen. Wir haben jetzt die Verfahren um ein weiteres erhöht. Die Priorität bleibt weiterhin bei Familien mit mehreren Kindern. Und man kann auch die nötigen Anträge für eine Sozialhilfe auf eine viel einfachere Art und Weise einreichen. Hier werden natürlich ungefähr 100 Milliarden Rubel zusätzliche Mittel nötig sein, aber wir werden uns darum kümmern. Das wird alles klappen. Ich will noch was betonen. Das Armutsproblem ist weiterhin zugespitzt. Es betrifft jetzt 9% unserer Bevölkerung und bei den Familien mit mehreren Kindern ist die Armutsrate etwa 30%. So sagen das die Fachleute. Wir müssen hier ganz klare Ziele setzen und müssen uns auf die Lösung dieser Probleme konzentrieren. Wir müssen bis 2030 erreichen, dass die Armutsrate unter 7% sinkt und dass sie unter den Familien mit vielen Kindern bis auf 12% sinkt. Das heißt, wir müssen hier die Betonung legen auf die Verringerung der Armut, vor allen Dingen bei Familien mit mehreren Kindern, kinderreichen Familien. Es geht hier um eine systemische Politik, das möchte ich betonen. Es ist wichtig, dass alle Maßnahmen, die wir auf diesem Gebiet treffen, alle Werkzeuge, die wir einwenden, effizient sind und auch Ergebnisse, reale Ergebnisse zeitigen, die jeder spüren kann. Nötig ist, dass hier weiter konkret gearbeitet wird, auf die Lebensqualität solcher Familien arbeitet. Ich möchte ein neues nationales Projekt ankündigen, das genauso heißt. Familie heißt das Projekt. Das sind konkrete Initiativen, von denen ich hier berichten werde. Konkret in den russischen Regionen werden eigene Projekte zur Förderung von kinderreichen Familien getroffen. Und hierzu schlage ich aber zu, dass auch die Föderationssubjekte, in denen die Geburtenrate niedriger als Durchschnitt für ganz Russland liegt, das betrifft besonders das Zentrum Russlands und der Nordwesten, wo die Geburtenrate niedriger als die mittlere fürs ganze Land liegt, wollen wir dort bis 2030 solchen Regionen mehr als 75 Milliarden Rubel überweisen, damit sie ihre
familienförderliche Programme verbessern. Ab nächstes Jahr beginnen schon die Mittel nach diesem Programm zu fließen. Im letzten Jahr wurden in Russland mehr als 110 Millionen Quadratmeter Wohnfläche gebaut. Das ist anderthalb Mal so viel wie zu den besten sowjetischen Zeiten als 1978, damals der Neubau von Wohnflächen. Damals wurden 27 Millionen, heute sind wir bei 110 Millionen Quadratmeter erreicht. In den letzten Jahren haben Millionen Familien, russische Familien, ihre Wohnverhältnisse verbessert. Und an dieser Stelle wollen wir die Rede des russischen Präsidenten verlassen. Sie haben es mitbekommen, er ist jetzt eher in Richtung Wahlkampf in Politik. Das ist etwas, was uns dann nicht mehr so interessiert. Aber nach nur einem Spot gehen wir noch mal tief in die Analyse. Denn was heißt das nun für den Westen, für den weiteren Verlauf in der Ukraine und auch für die Weltordnung? Bleiben Sie bei uns. Spot. Wasser will raus aus unserem Körper. Mit hinaus fließen Kraft und Mineralstoffe. Wie kommt beides wieder rein? Mit Gerold Steiner. Dank Mineralstoffen aus der Vulkaneifel. Und das Leben fließt kraftvoll weiter. Gerold Steiner bringt die Kraft zurück. Wie versprochen, das ging ganz schnell und deswegen haben wir jetzt noch mal ausführlich Zeit, auch über diese Rede zu sprechen, insbesondere über den ersten Teil. Klaus Geiger aus der Weltaußenpolitik weiterhin bei mir. Klaus, wir müssen anfangen, denke ich, mit dem Krieg in der Ukraine. Das Land hat er an sich nicht einmal erwähnt, trotzdem Erkenntnisse darüber, wie es nun weitergeht. Ja, das Land hat er nicht erwähnt, was auch schon, also was normal ist bei ihm, weil er es ja nicht als Land betrachtet. Ab und zu hat er mal wieder von Entnazifizierung gesprochen oder von Neurussland, was er sozusagen das so obernde Gebiet bezeichnet. Ansonsten war es mit Blick auf die Ukraine natürlich viel deutlicher an den Westen, deutliche Ansage an den Westen, eine direkte Replik auf Emmanuel Macron, den französischen Präsidenten, der gesagt hat, ja, es könnte auch sein, dass wir mal Soldaten ins Land schicken, wo er gesagt hat, ja, wenn ihr, also wir würden das als Angriff auf uns betrachten. Ja, vor allen Dingen hat er auch gesagt, wenn man mit Waffen auf unser Gebiet schießt, würden wir auch als Angriff auf uns betrachten und wir würden das vergelten. Und da hat er schon relativ klar gemacht, dass er dann auch denken würde, auf NATO-Gebiet zu schießen. Und er hat in dem Zusammenhang auch nukleare Dimensionen reingebracht wieder und hat mehr oder weniger gesagt, er wäre bereit, nuklear zu eskalieren dann. Hat dann von der Vernichtung der Erde gesprochen. Hat explizit gesagt, sozusagen 1941, ja, seid ihr schon mal nach Russland gekommen, ja, und habt eine große Niederlage erlitten, aber es gibt einen Unterschied. Ja, was er damit meinte ist, 1941 war die Atombombe noch nicht erfunden. Ja, also schon sehr deutlich. Jetzt muss man sagen, Warnungen vor Atomschlägen gibt es alle 5 Minuten aus Russland. Meistens kommen die von Dmitri Medvedev, dem früheren Präsidenten, der jetzt so zum Propaganda-Clown sich entwickelt hat, irgendwie Sicherheitsberater sonst was. Ja, da gibt es dann bei uns immer ja, so. Also der haut auf Twitter alles Mögliche raus, was schon mal die Seriosität dieses Regimes zeigt. Aber man muss dann auch immer ganz klar unterscheiden, was sagt Medvedev, was sagt Putin. Und was, soweit ich weiß, hat Putin die nukleare Drohungen, seit seinem Treffen mit Xi Jinping, mit dem chinesischen Präsidenten im Jahr 2022, sehr, sehr sparsam eingesetzt. Man ging damals davon aus, dass die Chinesen gesagt haben, ja, macht, was ihr wollt in der Ukraine, aber sorgt hier nicht für eine riesige Eskalation, die dann die Weltwirtschaft irgendwie in den Abgrund zieht. So, jetzt hat er das wieder gemacht. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die Folge ist jedenfalls eine komplette Zerstörung der Welt. Da hat er so an solche Urängste. Vernichtung der Ende der Zivilisation, so, glaube ich. Da hat er natürlich solche Urängste heraufbeschworen. Die ist natürlich sicher
auch in Deutschland sehr ausgeprägt gibt. Fakt ist, auch ein nuklearer Krieg wäre nicht sofort die Vernichtung der kompletten Welt. Ja? Es gibt da extrem viele Abstufungen. Ja? Und wenn er das so androht, so pauschal, hat das auch ein propagandistisches Element, weil er uns Angst machen will. Ganz bewusste psychologische Kriegsführung. Ja. Aber er hat auch, also ich meine, das hat er sehr deutlich gemacht. Auch eine der Hauptbotschaften war ja, das Volk steht hinter dieser Spezialoperation. Denn das Wort Krieg ist ja auch wieder nicht gefallen jetzt in dieser Rede. Das kennen wir von Wladimir Putin. Und er hat angekündigt, auch weitere Waffengattungen dort in den Krieg schicken zu wollen. Ja, ja. Klar, also ich meine, sagen wir so, das Volk steht hinter Putin, ja, oh, tolle Nachricht, ja, okay, ja, sozusagen, ja, okay, das ist die ganze Märchenstunde, bla bla. Ja, ist natürlich, die Umfragen zeigen, nicht so klar, ja, und das ist aber nicht das Entscheidende. Das war ja nur Blut, Schweiß und Tränen und wir alle zusammen gegen den bösen Westen. Ja, das kann man abhaken bei der Rede. Das mit den Waffen ist was anderes, weil er einfach zeigt, wir haben eine Kriegswirtschaft, wir arbeiten im Dreischichtbetrieb, wir rüsten auf. Er hat das, die Zahl von 13% von 1981 genannt in der Sowjetunion und hat das mehr oder weniger so als Zielgröße auch fallen lassen. Ja, wir reden jetzt gerade von 2% Ziel bei der NATO, jetzt muss man sagen am BIP, ja. Sein Land ist 100-mal bettelärmer als wir, auch wenn er es dauernd darstellt, als sei es das Paradies auf Erden. Das heißt, 13% am russischen BIP ist was anderes als 2% an unserem BIP. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Erde. Ja, wir dürfen uns auch nicht immer so von ihm irgendwelchen Blödsinn erzählen lassen. Aber was wir trotzdem tun müssten, ist wenigstens diese 2% ausgeben in allen Ländern oder vielleicht auch 3%. Aber auch in Europa klar sehen, da ist jemand, der rüstet auf, der hat eine Kriegswirtschaft. Wir müssen uns vorbereiten und dagegenhalten. Und nicht, um uns auf den Krieg vorzubereiten, sondern um den Frieden zu erhalten. Weil, wie auch der Römer schon sagte, willst du den Frieden, rüste für den Krieg. Also da fehlt die klare Strategie des Westens. Klaus, vielen lieben Dank für den Besuch hier bei uns im Studio, dass du diese Rede jetzt hier mit uns auch begleitet und eingeordnet hast. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.